Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 5, die Chronik. Ja, im letzten Part haben wir das Level Die Flucht mit der Iris abgeschlossen und haben eine Katze mit Werner gesehen, der seltsamerweise im Rollstuhl saß, warum auch immer. Vielleicht hat er ja auch Gicht oder so, ich weiß es nicht. Den Lauf kann er ja eigentlich. Oh, Entschuldigung. Oh, ist echt schlimm. Gerade auch in The Angel of Darkness konnte er ja wieder gehen. Deswegen denke ich mal, dass er Gicht oder etwas Ähnliches hat. Weshalb er dann kurze Zeit im Rollstuhl sitzen muss. Und ja, die Katzin geht halt eigentlich noch so weiter. So von wegen, dass er dann halt sagt, ach, deine Vergangenheit holt dich wieder ein, Werner. Egal, sie wird uns nicht entwischen. Geben sie Alarm für den gesamten Komplex. Also ich frage mich, warum das hier so komisch irgendwie gemacht wurde, aber... Naja. Ja, Lara zielt schon auf unseren Gegner, der da oben steht. Den ich lange Zeit übersehen hatte, weil es irgendwie so dunkel immer bei mir war oder so, oder? Ja. Ein bisschen drehen. Zeig mir dein hübsches Gesicht, Süßer. Und tschüss. Ja, wir selber können auch übrigens nicht runter, sondern nur rauf. Ja, hier bricht die Treppe schon ab. Ich hab mal gedacht, da unten wäre vielleicht noch ein Secret oder sowas, aber das bringt echt gar nichts. Also, wenn man da runter geht, das, nee, ist nicht wirklich gut, sag ich mal so. Und hier sind doch nicht alle Treppen freundlich zu uns, sag ich mal. Ich glaube, das hier hätte uns jetzt gehalten sogar, diese Schräge, aber naja. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall uns ein bisschen weiter nach oben arbeiten. Oder beziehungsweise, wie Sip ja gesagt hat im letzten Part, Quatsch, im letzten Level, so von wegen, dass wir uns vielleicht am besten zum Dach begeben sollten. Ich weiß nicht mehr, wie war denn das hier? Okay. Wer auch immer da jetzt Hua geschrien hat. Oh Gott, dieser Hubschrauber, ey. Ich hasse ihn. Ich speichere hier am besten nochmal, ey. Ja, genau, Alarmstufe rot. Ein nicht gerade einfaches Level, wirklich nicht. Also ist es auch nicht eklig im Vergleich zu den anderen bisherigen, aber ich mag es trotzdem nicht so sehr wie die anderen davor, sag ich mal. Weil es einfach gewisse Sachen gibt, gewisse Stellen, die ich gerne umgehen würde, wenn es ginge, sag ich mal. Also, naja. Das war knapp. Ein bisschen weiter rechts und ich hätte es nicht mehr geschafft. Ich glaube, die Treppe hier gibt auch nach, oder? Wow, 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 wow! Scheiße! Scheiße, scheiße! Kann ich mich hier fest... kann ich hier stehen? Nein. Ja, da seht ihr, wird schon gar nicht mehr gezeigt, was da unten ist. Ein Zeichen, dass wir da nicht hin sollten. Naja. Was soll's? Och. Naja. Schön vorsichtig, Lara. Hep. Yep. Wie mache ich das denn hier am besten? So macht man das am besten. Sehr schön. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier könnte man auch in Flammen aufgehen, oder? Bin ich ganz sicher.
Nee. Oh, hier habe ich lange überlegt, Leute. Boah. Hier war ich auch echt verzweifelt, weil man halt hier die Seetaste wieder mal überhaupt nicht benutzen kann. Also hier muss man echt schon wissen, wo die Falltüre ist. Denn eine dieser Platten da oben ist halt eine Falltüre und ich bin hier auch mal rumgehüpft, habe einfach alles ausprobiert zu allen Seiten und Richtungen und habe es trotzdem irgendwie einfach nicht hingekriegt. Musste da echt nachgucken und ich hoffe noch zu wissen, welche die richtige ist. Ich hoffe es wirklich sehr. Scheiße. Geh weg. Geh weg. Nein, hier ist nichts. Geh weg. Genau, brav. Scheiße. Lara, das ist hier richtig. Mach keine Faxen, Mädchen. Ich weiß, dass das hier richtig ist. Mach. Nein. Ja, ist mir jetzt egal, ob du mich siehst oder nicht. Ich will das jetzt hier. Ach komm. Oder war das doch von hier? Nee, war es nicht. Oh Gott, Kacke. Jetzt geht das schon wieder los. Habe ich es vergessen, echt, wo das ist? Bitte nicht. Ach, hier war das. Ja, sportlich, sportlich, muss ich sagen. Nochmal speichern. Oh, es geht ja echt gar nicht. Nee, 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 nee. Ja, spring darüber, ist mir auch egal. Das Gefühl, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat als nur ein hübsches Gesicht. Versuch's mal mit der Infrarotbrille, Mädel. Na, was mache ich mit ihm? Ach so, ich habe ja jetzt wieder eine Waffe, stimmt ja. Wisst ihr was, das lade ich. Das ist mir jetzt zu blöd. Also ich, nee. Ich will nicht so viel Energieverlust durch diesen Arsch haben. Hat er eben auch schon die ganze Zeit auf mich geschossen, während ich weggerannt bin. Also, nee, 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 nee. Ah, ich habe das gerade echt vergessen, dass ich hier wieder eine Waffe habe. Ich kann ja jetzt wieder schießen. Ich kann mich ja wieder wehren. Wenn man so ein ganzes Level halt durchgespielt hat praktisch, ne, ohne, also das ganze Level gerade eben hatte. Ach, ist doch richtig. Hallo. Hallo. Na endlich. Das war aber gerade nicht normal. Ich hatte dich doch getroffen, du Arsch. Und verloren hast du anscheinend irgendwie auch nichts. Jedenfalls sieht's nicht danach aus. Du bist doch ein Wichser, ey. Du bist doch ein Wichser. Wie viele Midis habe ich? 7 kleine und 6 große. Dann nehme ich mal ein großes. Nein, ich wollte die Waffe nicht auspacken. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat als nur ein hübsches Gesicht. Versuch's mal mit der Infrarotbrille, Mädel. Okay. Werde ich machen, Sepp. Werde ich machen. Erstmal Munition holen. Dann schauen wir doch mal durch unser cooles Headset. Oh mein Gott. Das kann man leichter machen. Ganz einfach, indem man sie generell sichtbar macht und auf das rote Zahnrädchen schießt. Tada! Trotzdem ist das nicht leicht. Man sollte nach jedem Schritt speichern. Wow. Weil die gehen hier immer nach einer Zeit halt weg, dann sind sie wieder da. Man muss es ja halt genau. Alt? Halt. Genau, abtimen, sag ich mal. Wann man hier rennen sollte und wann man besser stehen bleiben sollte. Gleiches Muster?
gleiches Muster erstellen. Wow. Und nochmal speichern. Wie gesagt, nach jedem Schritt speichere ich, weil es ist sonst nicht schön. Nee, nee, nee. Da kommt's. Hat er auch das gleiche Muster? Aber irgendeiner hat hier ein anderes Muster, das weiß ich noch. Okay. Oha. So. Da. Da. Jetzt lange Pause. Auch das gleiche Muster schon wieder. Hat vielleicht doch hier der Laser. Ich erinnere mich falsch. Kann auch sein. Okay, der letzte ist jetzt schwierig. Der letzte hat es jetzt echt in sich, weil wir halt natürlich da zur Tür müssen. Wenn wir da jetzt direkt einfach weiterlaufen, wo wir es wirklich sehen können, dann ne, mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Wie positioniere ich mich dann am besten? Ich weiß nicht. Aber so müsste ich es ja eigentlich auch noch gut sehen können. Auch gleiches Muster. Okay. Okay, Freunde. Was uns hier erwarten wird, warum diese Musik gespielt hat, wahrscheinlich wegen Wachen. Wer hätte es vermutet? Das und noch viel mehr erfahrt ihr im nächsten Part jedenfalls. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen nach oben und schreibt mir was in die Kommentare oder zumindest eins von beidem. Oder abonniert mich auch, falls ihr dies noch nicht getan haben solltet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hoffe ich doch jedenfalls. Bis dahin. Ciao!